Du bist die beste Waffe, Jack. Und ich habe dich erschaffen. Trotzdem hat jeder gute Anführer immer noch einen Notfallplan. Vergiss nie, die goldene Regel beim Bombenbauen. Man baut immer zwei. Okay, ich geh rein. Mann, ist das ein Müllhaufen hier. Lauter Kabel und Schalter. Soll ich das blaue Kabel lösen? Moment, ob Otzels Farben blind sind? Ich mach schnell noch was kaputt. Vielleicht löst sich ja irgendwas. Boom! Hab ich dich. Eine meiner leichtesten Übungen. Als wir den Stein hatten, nutzten wir Mars' alten Besenstiel, um das Nest der Metallschädel aufzusprengen. Das war meine Idee. Precursor-Stein, Waffe, Nest. Schalt sie ein, Companiero! Hahaha, friss das! Das wird sie aufwecken. Na gut, kommen wir zur Sache. Was? Du willst da reingehen? Ich bin direkt hinter dir. Hinter dir, vor dir, Schluss mit der Haarspalterei. Ich wollte gegen ihn antreten. Oder etwa nicht? Endlich hast du dich entschlossen, zu uns zu stoßen und hast den Precursor-Stein mitgebracht. Gut. Jetzt wird der Junge seinen Teil erfüllen. Nicht dieses Mal. Oh, aber das Kind spielt eine sehr wichtige Rolle. Besonders für dich. Erkennst du ihn nicht? Dieser Junge bist du, Jack. Und dieser Ort, hier hast du angefangen. In der Zukunft. Aber wie? Du wurdest in der Vergangenheit versteckt, um die Fähigkeiten zu erlangen, mir heute entgegenzutreten. Aber Omen hatte Unrecht. Nun, da das dunkle Echo dich verändert hat, wird sich der Stein niemals für dich öffnen. Dein jüngeres Selbst jedoch ist rein. Er allein kann den Stein und die Precursor-Existenz, die darin ruht, erwecken. Dieser Stein ist ein Precursor? Das letzte Precursor-Ei. Mar war sehr klug. Er verwischte seine Spuren, versteckte das Ei vor mir und errichtete den Schutzschild und die Stadt zu seiner Verteidigung. Es hat lange gedauert. Ich glaube, du vergisst deine Winzigkeit, du Metallspinner. Wir haben den Precursor-Stein. Nicht mehr lange. Mit der üblichen Bravour habe ich Chor gezeigt, wo es lang geht. Mit ein bisschen Hilfe von Jack. Ich habe zwar schon viel Ungeziefer vernichtet, aber dieser große Junge war der König des Manches. Es ist vollbracht. Unser Urfeind ist vernichtet. Verzage nicht, tapferer Held. Neben der schrecklichen Dunkelheit in deinem Innern scheint nun ein glorreiches Licht. Wir werden uns wiedersehen. Wir haben keine Zeit. Ich habe die Koordinaten unseres alten Dorfes eingestellt. Auf nach Hause, Leute! Aber wir sind zu Hause. Kira, ich fürchte, dein Spaltfahrzeug muss den jungen Jack an einen Ort bringen, wo er gefahrlos aufwachsen kann. Er muss alt genug werden, die Bestimmung zu erfüllen, wie er es heute getan hat. Moment mal, du, ich meine, ich muss ihn zurückbringen und auf ihn aufpassen, nicht wahr? Ach, das ist ein Mist, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Hey, Kleiner, pass auf dich auf. Oh, und da wäre noch was. Halt dich an deinem 9. Geburtstag unbedingt von Wespennestern fern, okay? Ich hoffe, ich habe die Maschine richtig nachgebaut. Ich weiß nicht, ob sie... Sie ist perfekt, Kira. Genau die Maschine, die wir fanden oder noch finden werden. Was? Ich habe sie doch gerade erst gebaut. Sie basiert auf dem, was ich von der ersten Maschine noch weiß, meine ich. Schatzi, je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr Kopfschmerzen bekommst du. Ich werde gut auf das Kind aufpassen. Und keine Angst, zur großen Party bin ich wieder da. Leb wohl! Danke, Samus. Ohne dich... Es ist seltsam. Der Junge wird sich an nichts erinnern. Doch.
Ich erinnere mich an das Licht. Willkommen im unanständigen Otzel, der hipsten, coolsten, geilsten Bar in der Stadt. Haben wir nicht eine tolle neue Deko? Was für eine riesige Trophäe. Als ob es auf die Größe ankäme. Den Mistkerl habe ich eigenhändig erledigt, Baby. Ohne ihn sagen, sie weiß nicht, wer der Aufgeblasene aussieht. Er oder du? Wir dürfen Vin und all die anderen nicht vergessen, die ihr Leben geopfert haben, um das Böse zu besiegen und das Kind zu schützen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich dieser kleine Junge war. Bessere Zeiten, was? Er fehlt dir, oder? Weißt du, wenn er groß ist, wird er verdammt gut aussehen. Hey! Du hattest genug, Lady. Für heute reicht's. Yes! Glaub mir, sie kann echt fies werden, wenn sie so drauf ist. Was hat sie gesagt? Irgendwas über Gummischläuche und deine Mutter. Du hast nicht bloß die ganze Stadt gerettet, mein Junge. Metallcore ist zerstört und irgendwo dort draußen wird eine uralte Rasse wiedergeboren. Ich bin bloß froh, wieder zu Hause zu sein. Ach ja, vergiss es, mein Junge. Wir haben noch viel zu tun und viel Zeit, um es zu tun. Sprich nicht von Zeit. Der Spaltring ist zerstört worden, weißt du noch? Meine Mama hat mir beim Schlafengehen immer Geschichten über Mar vorgelesen. Sie hat mir ein Glas warme Jakaomilch gegeben und meinen Teddybär. Gute-Nacht-Geschichten? Warme Milch? Teddybär? Und du warst mein großer Held? Ich spüre, dass wir Mar eines Tages begegnen. Er ist vielleicht näher, als ihr glaubt. Und du bist unser Fahrer. Oh nein, ich habe die Nase voll von Abenteuern. Außerdem sagst du uns nächstes Mal Bescheid, bevor etwas passiert, stimmt Samos? Stimmt Samos? Oh, man weiß nie, was einem die Zukunft bringt. Moment, du weißt doch etwas oder etwa nicht, Staubwedel? Wer, ich? Wir raten nur, stimmt Samos? Heute, morgen, die Zeit wird es uns sagen. Nein, du wirst es uns sagen, sofort! Finger weg da! Oh, du kämpfst! Das ist mein unfair! Name. Unfair, jawohl! Oh, zieh dich! Jack, mein Junge, die Zukunft wartet. Ja, wir hätten gewinnen können. Aber die Zukunft sah nicht rosig aus. Nachdem wir dieses traurige Loch von Stadt gerettet hatten, hätte man eine Parade erwarten können. Stattdessen haben sie uns rausgeschmissen. Auf Anordnung des Hohen Rats von Haven City wirst du hiermit für deine Schandtaten gegen die Bevölkerung und deine abscheulichen Verbrechen auf Lebenszeit ins Ödland verbannt. Das bedeutet den Tod, Viga. Gibt es keine andere Lösung? Der Einspruch wird abgelehnt. Dieser dunkle Echospinner ist gefährlich. Setz die Ladung ab. Das ist ein Skandal. Mir fehlen die Worte. Obwohl, ich muss doch was sagen. Nicht alle stimmen diesem lächerlichen Urteil zu. Ja, wir protestieren. Oh, ihr wollt ihm Gesellschaft leisten. So empört sind wir dann doch nicht. Leb wohl, Jack. Bleib aus der Sonne. Trink viel Wasser, wenn du es findest. Jack. Geh zurück zur Stadt, Dex. Tut mir leid. Der Rat ist zu mächtig. Ich konnte nichts dagegen. Ich weiß. Bleib ja am Leben, hörst du? Mögen die Precursor dir gnädig sein. Dexter! Bedank dich bloß nicht! Ohne mich würdest du hier ja keine Sekunde überleben! Okay, du Held! Du hast uns hier reingeritten, jetzt hol uns wieder raus! Ach, was sind wir doch für ein Team! Brechen wir auf! Aber wohin? Da lang! Oh, ich vermute, du weißt, wo's lang geht, hä? Besser als du, Krummschnabel! Gehen wir einfach! Genau. Gute Idee, Jack. Zeit für ein Nickerchen. Nur ein paar Minütchen. Ich fühle mich wie ein Brathut. Der Palast. Lust auf eine kleine Rückblende. Lagebericht. Sieht schlimm aus. Die Stadt ist ein Schlachtfeld. Killbots haben das Industriegebiet eingenommen. Und die überlebenden Metallschädel haben sich auf der Westseite verstärkt. Und wir haben Verluste an allen Fronten. Der Rat hält heute Abend eine Krisensitzung ab. Und zwar wegen dir, Jack. Sieht nicht gut aus. Sie glauben, die Metallschädel sind durch dich und Crew in die Stadt gekommen. Du glaubst das doch nicht, oder? Das Geschehene ist geschehen. Im Moment greifen Metallschädel den Palast an. Sie suchen etwas und ich habe keine Ahnung... Was...
der schöne Palast sackte zusammen. Seine gewaltige stehende Herrlichkeit verwandelte sich in einen jämmerlichen Haufen Schutt. Für sowas gibt es auch Pillen, wie man weiß. Und dort, wo er stand, fanden wir ein tiefes Loch, das tief in die Erde hineinreichte. Aber wir hatten wirklich andere Probleme. Sieht aus, als hätten die überlebt. Gott so. Der Sender, den wir geortet haben. Woher hast du den? Wir nehmen sie mit. Los geht's. Es zieht ein Sturm auf. Du hast aber eine hübsche Nase, Sandmännchen. Aber wenigstens wurden wir gerettet. Ich liebe Wasser. Oh ja, das tut gut. Wisst ihr's doof? Zurück von den Toten, was? Und meine Mönche wollten schon für euch beten. Ich bin Demos, König von Spargus. Spargus? Aber außerhalb der Stadtmauern lebt niemand. Keine ganze Stadt. Ach ja, wir sind die Vergessenen. Haven Citys Abfall entsorgt und zum Sterben zurückgelassen. Genauso wie ihr. Nun, wo wir euch gerettet haben, gehört euer Leben dem Volk von Spargus. Und das werden wir ausnutzen, wenn es denn überhaupt was taugt. Hey, klingt nach einem miesen Handel. Ihr seid nicht in der Position zu handeln. Hier draußen ist man entweder nützlich oder überflüssig. Beweist euren Wert, oder die Wüste wird euer Grab. Wir wurden also in die Arena geschickt, um uns zu bewähren. Anscheinend schaut dieser Grobian Damis gerne dabei zu. Und wir waren die Hauptattraktion. Aber wer hätte gedacht, dass unser Gegner ein großmäuliges Federgewicht sein würde? Heißen wir Sie willkommen, Jack, und ein widerliches sprechendes Tier. Pekka, hier bist du. Wo warst du? Demos sagt, ich werde sein neuer Berater. Er sagt, meine Weisheit soll ihm dienen. Ach ja, und Demos sagt auch, dass ihr zwei bestimmt heute in der Arena sterbt. Und er hofft, dass euer Tod sehr, Hör auf damit! Demos kann für sich selbst sprechen. Richtig. Ihr werdet sterben. Und ja, Hacker ist mein neuer Ratgeber. Im Gegensatz zu euch schätzt man hier meine Talente. Mein neuer Job ist einfach. Aber all diese Kämpfe... Oh, kein schöner Anblick. Du mieser Kle... Eröffnet die Spiele! Mit Hilfe meines Killer-Trainings kämpften Jack und ich. Und kämpften. Und dann kämpften wir. Seht ihr, wie ich es aussehen ließ, als hätte Jack die ganze Arbeit gemacht? Genial! Wir prügelten und schlugen uns gladiatorenmäßig. Die Menge liebte uns. Nachdem wir ein paar gefrühstückt hatten, trafen wir auf einen großen Jungen mit ordentlichem Bauchumfang. Das waren echt coole Tricks in der Arena, Jungchen. Aber nicht mehr lange. Und das wär's gewesen. Redest du mit mir? Ja! Redest du mit ihm? Nee. Ich halte ein Schwätzchen mit meiner seligen Mutter. Klar meine ich dich, du Schwachkopf. Ihr seid aus der Großstadt, was? Wer will das wissen? Der Typ, dem das hier alles gehört, Jungchen. Cleaver heiß ich. Bleibt bei mir und ihr seid fein raus. Cleaver schien mich wirklich zu mögen. Er hatte so einen lüsternen Ausdruck in seinem Blick. Aber eine Beziehung mit jemandem, der dich fressen will, hat nicht wirklich eine Zukunft. Müsst ihr Kinder nicht langsam ins Bett gehen? Klar, wie du meinst. Na, da sind ja unsere Frischlinge. Ja, ja, Schwabbelbacke. Wir werden sehen, wer... Klappe, Rattengesicht. Sonst setzt's was. Was für ein schrecklicher Gestank. Ich hab nen Rat für dich. Zähneputzen. Nächster auf der Freakliste war dieser... Typ. Sehr hübsch. Wusste gar nicht, dass Gummi wieder in ist. Was machst du da, Kuttenmann? Das geht dich nichts an, du Tier. Hey, Witzfigur. War eine echt üble Woche. Also pass auf. Die Arena enthüllt alles. Hass flackert in deinen Augen. Toll. Danke für den Tipp. Er wird dich zerstören. So wie die Precursor sich selbst zerstört haben. Sieht anders aus als der bisherige Precursor-Mist. Diese Artefakte sind fürchterlich. Eines fiel auf den großen Vulkan. Wir entsandten eine Expedition. Doch die Mönche kehrten nie zurück. Böse Kunde liegt in der Luft. Ich fürchte, der Welt steht ein Wandel bevor.